In Wirklichkeit gibt es mehr als sechs Stämme, aber die sechs größten haben die anderen schon immer angeführt. Jeder der sechs Stämme hat hier in der Passage der Sechs, in der wir Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse besprechen, einen Sitz. Du hast beispielsweise die Debatte gesehen, die sich vor dem Krieg des zerbrochenen Steins zugetragen hat. Sie wirft dir einen zögerlichen Blick zu. Die sechs Stämme sind die Hüter des Steins, der Fischerkraniche, der drei Stoßzahnsteger, der Steindorn, der zweimal gespaltenen Pfeile und des Kompass der Führung. Wer sind die Hüter des Steins? Sie sind der erste und älteste der Stämme. Als sie zum ersten Mal nach Erglampfad segelten, trafen sie auf die Erbauer, die ihnen den Eckpfeiler und die vor dir zitierten Worte als Zeichen der Freundschaft gaben. Viele der Stämme, selbst unter den sechs, bitten die Hüter um Führung. Ihre lange Geschichte gibt ihnen einen Ehrenplatz in unserer Gesellschaft, obwohl sie das nach meinen Beobachtungen auch vorsichtiger hat werden lassen. Ich möchte etwas über die Fischerkraniche erfahren. Ein Stamm aus dem Teinsumpf, der hauptsächlich aus Orleanern besteht. Die meisten der Städte, die sie verteidigen, liegen halb begraben in den Sümpfen, und selbst die anderen Stämme könnten dir nicht sagen, wo sie liegen. Sie verschränkt die Arme. Sie sind nicht der renommierteste aller Stämme, aber der schlauste und feinste. Man kann über die Berserker der drei Stoßzahnsteger sagen, was man will, aber ich würde zu jeder Zeit lieber ihnen als einem Hinterhaltkommando der Fischerkraniche entgegentreten. Okay, das erinnert mich an bestimmte andere Spiele. Sie sind nach einem langhalsigen Vogel benannt, der im Sumpf lebt. Ja, wirklich. Während er Schlammfröschen oder gepunkteten Salamandern auflauert, kann er stundenlang regungslos dastehen. Wenn er aber zuschlägt, ist seine Geschwindigkeit unübertroffen. Naja, ein Kranich eben. Was weißt du über die drei Stoßzahnsteger? Sie lacht und schüttelt den Kopf. Sie sind wie alle anderen auch furchtlose Wahnsinnige und ich möchte auch, dass es das alle erfahren. Sehr schön. Selbst von den anderen Garfantanen werden sie für einen wilden Haufen gehalten. In vielen ihrer Territorien hat es die meisten Konflikte mit Estramon gegeben und das vergessen sie nicht. Und sie wollen auch nicht, dass andere es vergessen. In den Kriegen mit den Estramon haben sie die meisten Soldaten getötet und auch die schwersten Verluste erlitten. Nach dem Krieg der Schwarzen Gäume kam es bei den drei Stoßzahnsteger sogar zu einer Abspaltung. Dutzende Clans verließen das verwüstete Land und zogen sich weiter in den Dürrwald zurück. Dort schlossen sie sich allen Stämmen an, die sie aufnahmen. Von manchen werden sie gebrochene Stoßzähne genannt. Der Großteil des Stammes grub sich in den halb verbrannten Wäldern ein, um die Front zu halten, und dafür werden sie von vielen respektiert. Sie runzelt unbehaglich die Stirn. Sie haben ihren Platz unter den sechs Stämmen mehr als verdient, aber sie setzen sich viel zu sehr für Konflikte ein. Und zu viele vergöttern sie für ihren Heldentum in der Schlacht. Erzähl mir von den Steindornen. Hauptsächlich Zwerge aus der Weißmark. Hey, bin ich nicht auch von dort? Sie sind einer der jüngsten Stämme, die sich im Verlauf der Jahre entlang der Handelsrouten zwischen der Wildnis und den Bergen gebildet haben. Trotzdem sehen sie sich als waschechte Glafantaner und wer kann ihnen da schon widersprechen? Nur die Fischerkraniche verteidigen Städten in einem derart unwitterlichen Territorium. Okay. Ich persönlich finde, dass ihnen das zu Kopf gestiegen ist. Sie stellen sich gerne vor, dass es der Rest von uns im Flachland leicht hat, wobei sie aber vergessen, dass die Kriege mit den Estramon die Berge niemals erreicht hatten. Trotzdem eilten sie uns während beider Kriege zu Hilfe. Sie sind nach einer zehndornigen kleinen Pflanze benannt, die hoch in den Bergen wächst. Passt zu ihnen. Die zweimal gespaltenen Pfeile sind mir nicht bekannt. Das trifft auch viele zu. Sie sind üblicherweise Verstoßene und Exilanten anderer Stämme. Wahrscheinlich sind sie der am wenigsten respektierte aller Stämme, aber unsere Vorfahren dachten, dass auch sie eine Stimme haben sollten und gaben ihnen einen Sitz unter den sechs Stämmen. Die meisten anderen Stämme halten sie für Plünderer und Widerlinge, aber sowas wurde niemand einem Angehörigen der zweimal gespannten Pfeile ins Gesicht gesagt. Sie sehen sich selbst als Überlebende sind auf ihren Stamm so stolz wie alle anderen auf ihren. Sie zuckt mit den Achseln. Sie nehmen mich hin auf und ich finde, dass sie eine tugendhafte Altstellung. Das ist eine tugendhafte Einstellung. Trotzdem weiß man bei ihnen nie, woran man ist. Manche Clans reiben einem auch das letzte Hemd, während andere zu Ehren eines Besuches ein Lamm schlachten.
Nett, der Kompass der Führung ist dein Stamm, richtig? In der Tat, wir sind einer der jüngsten Stämme und nicht gerade einer der prestigeträchtigsten. Wir versuchten im Frieden mit den Estramon zu leben, was uns bei manchen unserer streitlustigen Brüder, wie den drei Stoßzahnstäkchen und den Hütern des Steins, den Ruf von Beschwichtigern eingebracht hat. Wir ehren unser glanzvollsches Erbe, aber wir kennen auch, dass die Estramon hier nicht mehr weggehen werden. So wie wir es sehen, können wir unser Mandat zum Schutz der Städten der Erbauer besser erfüllen, wenn wir mit unseren Nachbarn friedlich zusammenleben. Können wir dich über was anderes fragen? Was kannst du uns über dich ja sagen? Ich bin die Anamphar des Kompass der Führung. Wie vielen Anamphar liegt mir das Führen im Blut? Während Stammesterritorien nicht strikt dem Erbrecht unterworfen sind, glauben wir, dass starke Anführer einen Teil ihrer Seele an Kinder und Enkelkinder weitergegeben können. Das bedeutet, dass an einem Vater eine Blutlinie aus Generationen hinaus Erfolg haben können. Sie nestelt an einer geschärften Daumenklaue. Nach all dem, was hier in letzter Zeit geschehen ist, mache ich mir natürlich Sorgen, dass die Linie meiner Familie mit mir enden wird. Das tut mir leid. So, jetzt kommen wir mal zu Palyginas Problem. Einer meiner Gefährten, ein Vertreter der Valianischen Republiken, möchte über eine Angelegenheit des Handels mit dir sprechen. Die Valianerin richtet ihren Blick auf Palygina. Ja, die Valianische Gottähnliche, gesegnet von Hylea. Als Reaktion nimmt Palygina eine drohende Haltung an und spuckt aus. Das sagt man jedenfalls, na sehr nett. Auf dem Gesicht der Orleaner sind keine Emotionen zu erkennen, ihre Stimme aber lässt Verärgerung über Palyginas Unterbrechung erkennen. Und Diplomatin des Dux Bells. Ich hörte, dass dich deine Herren mit Handelszusagen zu mir geschickt haben. Verehrte Amanfat, es stimmt, dass ich zur Übermittlung dieser Zusagen ausgewählt wurde, aber ich verstehe, dass ich mehr für den Krieg als für die Etikette geschaffen bin. Die Orleaner glänzt leicht. In diesen gefährlichen Zeiten ist es vielleicht besser, Krieger die Arbeit von Diplomaten erledigen zu lassen. Ja, das könnte manchmal stimmen. Manchmal ist die Faust ins Gesicht die bessere Art, diplomatisch zu sein, hä? Palygina zeigt ein schwaches Lächeln. In der Tat, Amanfar, bezüglich des exklusiven Handelsankommens. Ihre Stimme zittert leicht und ihre goldenen Augen schießen in deine Richtung. Nicken und freundlich lächeln, den Kopf mit weit aufgerissenen Augen schütteln, mit den Achseln zucken. Palygina zögert einen Augenblick, bevor ihre Augenlider resigniert ermattern. Die Republiken engagieren sich voll für den exklusiven Handel aller zuvor besprochenen Güter über die nächsten 5 Jahre. Die Dürrwälder wissen immer noch nichts von euren Absichten, oder? Wenn sie das herausfinden. An einem Pfad, wir sind uns der Risiken bewusst, aber wir sind der Ansicht, dass jetzt die richtige Zeit für unser Volk gekommen ist, mit ihrem Volk neue Handelsbeziehungen einzugehen. Nun gut, wir werden Botschafter in den Süden schicken, um die Details ausgiebig zu besprechen. Dein Auftreten hier sagt Gutes über die Absichten des Dux auf. Palygina verneigt sich tief. Verehrte An einem Pfad. I followed my orders. I can only hope the Dukes are right and the Deerwood doesn't go to war with us over this. Palygina seufzt. Ich habe meine Befehle befolgt. Ich kann nur hoffen, dass die Dukes Recht behalten und uns der Dürrwald deswegen nicht den Krieg erklären wird. Die Dukes haben dir kaum eine Wahl gelassen. Was hättest du tun sollen? I could have done something, but chose not to when the moment came. Nothing to be done about it now. All right. Let's find Theos. Ich hätte was tun können, aber als der Moment dafür kam, entschied ich mich dagegen. Jetzt kann ich mich nichts mehr ändern. Sie beißt ihre Zähne zusammen. In Ordnung, lass uns Taos finden. Quest abgeschlossen, Kind der 5 Sonnen. Juhu. Wie sieht's mit Stufenaufstiegen aus? Da sind wir auch wieder kurz davor. Außer Durenz und Alof, die hinken ein bisschen hinterher. Aber das ist okay soweit. Hä? Hier redet einer mit Namen. Jäger, Ridai. Du, wer bist denn du? Bist jemand Besonderes? Tread carefully, Estremor. Als er spürt, dass du dich näherst, beendet ein aufgeregter elfischer Jäger plötzlich sein Gespräch und wendet sich zu dir. Hast du in deiner dreckigen Heimat denn keine Manieren beigebracht bekommen? Ein roter Streifen Farbe glänzt feucht von Schweiß, von Wangenknochen zu Wangenknochen.
Wir sprechen über glafantaische Angelegenheiten, verschwinde. Die Jägerin in der Gruppe hebt ihre schwellige Hand. Beruhig dich, dein Herz, Ridai, vergiss nicht, wo du stehst. Sie teilt ihre feinen goldenen Haarsträhnen vor ihrem Gesicht schwebend und nickt dir zu. Im Haus unserer Ahnen und der sechs Stämme sprechen wir als ein Volk. Ridai blickt weg und atmet tief durch und nickt, um nicht die Beherrschung zu verlieren. Die Ahnen werden mir verzeihen und meinem Bruder, wenn ich die Schande von seinem Namen reinwasche. Er blickt die Jägerin an. Und von dem Makel, den all das auf unseren Stamm gebracht hat. Was ist mit deinem Bruder geschehen? Mein Bruder. Der schwere Arm des Jägers stolz kurz. Mein Bruder Firm ist der größte Jäger unseres Stammes. Er ist zu einer Blutjagd aufgebrochen, ist aber nicht zurückgekehrt. Und nun sagt Arduin, dieser widerwärtige Lügner, er sagt mein Bruder, Ridai bald die Fäuste. Die Elferjägerin bricht das Schweigen. Arduin gehört zu einem anderen Stamm. Er ist der Jäger, der während der Blutjagd gegen Firm antrat. Sie blickt Ridai eiskalt an. Arduin behauptet, Firm habe sich selbst verstoßen und entschieden, nicht nach Zwings um zurückzukehren. Ridai blickt grimmig drein. Seine Kriegsbewahrung krümmt sich wie eine entzündete Wunde. Im Exil, verstoßen aus Schmach, weil er während der Blutjagd gegen ihn verloren habe. Das kann man ihm glauben, diesem Lügner. Auch wenn Arduin mit dem Reißzahn des riesigen Staker als Beweis zurückgekehrt ist, ist es schwer zu glauben, dass es Fionn nicht gelungen sein soll, die Beute zuerst zu erlegen. Die Jägerin gibt ihre Fersen in die dunkle Erde. Aber das kannst du noch nicht sagen, Ridai, nicht bis die Amalfar die Wahrheit beurteilt haben. Arduin ist schwach, er gehört zu einem niederen Stamm. Ridai flitscht die Zähne. Er lügt, ich werde die Wahrheit in Erfahrung bringen und im Namen meines Bruders reinwaschen. Was ist eine Blutjagd? Mit einer Blutjagd beweisen wir, dass wir würdig sind. Wir ziehen aus, um eine Beute zu jagen, immer eine gefährliche Kreatur. Und nur einer tötet die Beute zuerst. Die Elfenjägerin unterbricht einem angeschränkten Seufzen. Ja, aber wir jagen als Paar, um eine Verbindung aufzubauen. Als Glafantana, als Einheit, nicht als Feinde. Zwei Jäger, zwei Stämme, ein Geist. Das ist unsere Natur. Ridai reagiert mit einem grimmigen Gesichtsausdruck. Es ist nicht unsere Natur zu lügen. Wir verraten unsere Brüder und Schwestern nicht zu unserem eigenen Vorteil. Die Blutjagd zwischen deinem Bruder und Arduin hat die Einheit unserer Stämme durchbrochen, Ridai. Bohre nicht in der Wunde herum, bis du die Wahrheit für dich beanspruchen kannst. Sie wendet sich wieder dir zu. Vielleicht erscheinen dir unsere Bräuche seltsam, doch trotz allem, was du heute siehst, sind uns Glafantan und unsere Verbindungen heilig. Warum sollte Arduin lügen, was deinen Bruder angeht? Ridai wirft die Arme in die Luft. Warum? Er blickt dich an, als wäre die Antwort offensichtlich. Ridai, bitte zügle deinen Zorn. Er kennt unsere Bräuche nicht. Die Jägerin wendet sich dir zu und nickt. Arduin hat viel zu gewinnen, indem er einen Sieg über Fionn für sich beansprucht. Er würde seinem Volk, dem niederen Stamm der zweimal gespaltenen Pfeile, Ruhm und Ehre einbringen. Arduin hat keine Geschichte, keinen Namen. Und nun kehrt er als Held zurück, während mein Bruder... Ridais Gesicht wird zu einer Maske des Zorns, hereingelegt vielleicht noch schlimmer. Erzähl mir von deinem Stamm. Ridais Stimme schwillt vor Stolz an und dämpft seinen Zorn vorübergehend. Wir sind die Hüter der Steine. Er lässt den Namen im Raum widerhallen. Wir sind der erste Stamm. Unsere Geschichte reicht zurück durch die Zeit bis in die Zeit der Erbauer. Also ja, von denen haben wir ja schon von der Ältesten gehört. Die Jägerin nickt. Wir sind mit der Vergangenheit und unseren Traditionen und unserer Geschichte. Wir sind eins mit denen. Die besten Handwerks- und Jagdkunst stammt von unseren eigenen Leuten. Andere Stängel blicken zu uns auf. Sie verzehren sich vor Neid. Ridai runzelt die Stirn. Deswegen verbreitet Arduin Lügen über meinen Bruder. Sein Stamm hat keine Geschichte, keinen Ruhm. Aber nun beansprucht er ihn für die zweimal gespaltenen Pfeile, während wir falsche Schmach ertragen müssen. Wie willst du Fionns Namen reinwaschen? Der Schweiß rollt Ridais Stirn hinab und hängt vor seinem rot bemalten Wangenknochen wie ein Bluttropfen. Er zittert, als die Muskeln des Jägers zucken. Ich kann hier nicht zaudern, solange das Schicksal meines Bruders nicht bekannt ist. Die Amalfar müssen mich gehen lassen. Um über Arduin zu urteilen und den Namen unseres Stamms reinzuwaschen, können wir nicht allein deine Wahrheit hören. Die Jäger senken den Kopf und blicken dich an. Die Jägerin. Vor den armen Vater kann nur eine unvoreingenommene Stimme berichten, was geschehen ist. Ridai erwischt sich den Nacken ab. Der Schweißtropfen, der an seinem Wangenknochen hing, fliegt in deine Richtung. Du willst einen Fremden mit einbeziehen, einen Estramur? Sie deutet auf ihn, ihre schwierige Finger wie eine Krallgewung.
Hör mir zu, Artwen ist zurückgekehrt mit einem Beweis. Dein Bruder ist nicht einmal zurückgekommen. Die Jägerin pustet gegen die dünnen Haare, die vor ihr Gesicht schweben. Die Stämme sind gespalten, es muss etwas getan werden. Sie blickt dich ab. Und er ist für einen schnellen und klugen Verstand bekannt. Ein solcher Estramor könnte die Wahrheit selbst zu den meinem Vater tragen.